Moin moin meine lieben Gaming-Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir starten mit einem neuen Let's Play und zwar spielen wir Omno. Das ist ein Abenteuerspiel, entwickelt von Jonas Mahnke. In Omno begeben wir uns auf Entdeckungsreise durch eine uralte Welt voller Wunder. Wir entdecken kleine, aber auch große Kreaturen, müssen Geheimnisse entdecken und Rätsel lösen. Ich würde sagen, wir starten einfach mal rein und gucken uns Omno an. Ja, da sind wir auch schon. Spielen hier einen kleinen Helden. Ich denke mal, das soll Omno sein. Mit einem Stab in der Hand, den wir noch nicht nutzen können. Wir können einmal springen. Ah, hier haben wir noch ein Menü. Hier können wir uns unsere entdeckten Kreaturen anzeigen lassen. Und Glyphen, die wir noch nicht haben. Okay, wir gehen mal hier zu dem Licht hin. Gehen mal durch. Aber nichts passiert. Okay, gut. Das wird wahrscheinlich unser Startpunkt sein, ja? Falls wir sterben sollten, vielleicht fangen wir hier auch immer dann wieder an. Ui. Und hier ist irgendwas im Wasser. Sieht aus wie... wie Pflanzenflamingos. Im Wasser kommen wir nicht schnell vorwärts. Das bremst uns ein bisschen aus. Dann gehen wir mal gleich wieder raus hier. Versuchen mal dort rüber zu kommen. Da hinten leuchtet nämlich was. Halte springen, um höher zu springen. Ah ja, stimmt. Ein Stück. Ein Stück höher springen wir. Ah, der erste Speicherpunkt. Was seid ihr für Kröten hier? Neuer Eintrag. Raglets. Oh, hier ist eine Säule mit irgendeiner Schrift drauf. Irgendwelche Schriftzeichen. Hört den Ruf, brecht auf, folgt dem Pfad ins Licht. Ja, das konnten wir gerade mit unserem Stab hier aktivieren. Gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Da leuchtet auch noch was. Okay, von da hinten sind wir gekommen. Wir könnten vielleicht hier nochmal rüber und da mal gucken, ob da noch irgendwas ist. Aber so schnell sind wir hier nicht. Oh nein! Wir sterben! Okay, gut. Also, das Wasser ist gefährlich für uns. Aber das wird irgendwas anderes sein. Das ist kein Wasser, das ist irgendein Zeug, was Giftiges, würde ich mal meinen, was uns umbringt. Oh, eine Schildkröte. Ah, neuer Eintrag. Marola. Ach so, okay. Das sind die Kreaturen, die wir schon entdeckt haben. Reglets, schüchterne Kreaturen, die Sümpfe und trübes Wasser lieben. Marola, halb mythisch, nur selten zu sehen, vielleicht einmal im Jahrzehnt. Viele Geschichten handeln von diesem Wesen. Auf jeden Fall hat sie uns hier den Weg geebnet. Und sie nimmt uns mit sogar.
Studio Inky Fox Presents. A game by Jonas Mahnke. Ja, das ist ein deutscher Spieleentwickler. 5 Jahre war das Spiel in Entwicklung. Okay. Danke, Herr Schildkröte, dass Sie uns mitgenommen haben. Gut, dann gehen wir weiter. Fakalums. Ach, das ist die neue Kreatur hier. Seltsame, zeitlose Wesen. Einige sagen, sie sind mehr pflanzlich als tierisch. Oha. Okay, das aktivieren wir mal. Das Licht. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5 Menschen drauf abgebildet. Denke ich mal, dass das Menschen sein sollen, die die Hände hochreißen. Ich gehe mal hier an der Seite lang, aber hier wird nichts sein. Ach doch, da unten. Leuchtet da irgendwas? Nee, sah nur so aus. Oh nein, jetzt springen auch noch ins Wasser. Nein! Das sollte man nicht tun. Also gehen wir hier mal weiter. Die machen komische Geräusche. Und gucken einen komisch an. Mit ihren leuchtenden Augen. Aukwi Pit. Okay, er lädt hier irgendwas. 0%. Ach so. Ah, okay. Wir haben 0% hier erreicht. Dann gucken wir uns mal ein bisschen um. Speicherpunkt. Ist gut. Hier ist nochmal der Frosch. Den haben wir schon. Geh mal hier hoch. Okay, davon gibt es anscheinend 3 solcher Kugeln, weil die auch immer 3 so eine Symbole. Ach, das hat was mit den Säulen da hinten auch zu tun. Jetzt leuchtet auch die erste, das erste Symbol, sag ich mal. Und wir haben 14% hier schon geschafft. Okay. Oh, das werden neue Kreaturen hier sein. Genau. Lumibis. Sie leuchten nur in Gesellschaft, als Zeichen für Kameradschaft und Einheit. Ja, das haben wir jetzt eingesammelt. Ich weiß nicht, wofür das ist. Sammle mehr Energie. Ach so, das ist Energie, die wir hier einsammeln. Quasi das hier, das Zeug hier. Wir brauchen mehr Energie, um wahrscheinlich den hier zu aktivieren, die Säule. Er meditiert einmal.
Ohne Erinnerung daran, wo meine Pilgerreise begann, fühle ich mich dem Licht der neuen Welt näher. Bald werde auch ich durch das Tor treten. So, wir brauchen noch ein bisschen mehr Energie. Turdles, das sind hier diese Schildkröten. Die geben uns auch Energie. Einmal auf den Boden gestampft mit unserem Stab. Friedliche Wesen, die Abgeschiedenheit bevorzugen. Nein, 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 nein. 42%, okay. Ach, wir müssen hier rüber hüpfen, glaube ich. Oh, die gehen unter. Ah, wir kommen zur nächsten Kugel. Nein, jetzt springe ich auch da. Springe ich da noch rein. Zu spät abgesprungen. Jetzt müssen wir da wieder hin. Versuchen wir nochmal. Oha, was ist denn jetzt los? Warum laufen wir so schnell? Aha, aha. Ich glaube, wir sind jetzt aufgeladen. Wir gehen mal zu der Säule hier hin. Und versuchen, die mal zu aktivieren. Ah, jetzt geht's. Ah. Geht das Licht hin? Zur anderen Säule. Und jetzt leuchten zwei Symbole von drei. Okay. Jetzt müssen wir nur noch dort rüber, dort hinten. Über die Panzer rüberspringen. Jawohl. Hier rauf. Jetzt da hoch. Geschafft. Und das dritte Symbol leuchtet. Okay. Dann können wir wieder zurück. Wie viel Prozent haben wir denn schon? 71, okay. Wir müssen noch... Oh, das war knapp. Nein! Hier gibt es noch mehr zu entdecken. Da vorne ist nochmal so ein... schwebender Stein. Ich scheine allein zu sein auf meinem Weg, hinterlasse dennoch diese Botschaften für einen, der noch folgen mag, für mich, für meine Erinnerung. Würde bloß dieser endlose Regen aufhören. Hier ist noch eine Kugel. Oh nein! Kommen wir wieder raus? Nein! Wieder ertrunken! 92%? Irgendwas fehlt hier noch. Wer bist du denn? Lappikraps! Es wird gesagt, dass alle Steine einst lebten als gigantische Wesen, groß wie Berge. Oh, jetzt haben wir 100%. Okay, wir haben alles entdeckt. Alle Tierarten. Alle Geheimnisse aufgedeckt. Oh, das müssen wir aktivieren. Ah.
So, hier oben. Ah, hier sind wieder die Menschen drauf, die die Arme in die Höhe reißen. Aber wir müssen hier hoch, also schieben wir das hier so vor die Treppe. Perfekt. Du verlässt Aukui Pit. Ich hoffe mal, dass ich das richtig ausspreche. Okay, gut. Dann geht's weiter. Oh, wer bist du denn? So, weiter geht's. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Zeigt uns noch nicht an. Müssen wir noch mal ein Stück gehen. Aber was war das für ein kleines Tierchen eben neben uns? Ja, die Grafik ist sehr, sehr außergewöhnlich, aber auch sehr, sehr schön. Schöne Farben. Aknaya Plateau. Okay. Wir sind im Aknaya Plateau. Oder auf dem Aknaya Plateau. Ich glaube, das ist hier auch die Welt, wo wir in der Demo auch gespielt haben. Also ich hatte die Demo vorab gespielt. Und ich glaube, das ist genau das gleiche hier. RB. Ah. Wir können uns jetzt so nach vorne befördern, indem wir RB drücken. Ah, das ist cool. So können wir uns schneller in der Luft fortbewegen, aber auch am Boden, um über größere Hindernisse zu kommen. Da war das Tier eben gerade wieder. Nur wer das Licht findet, wird Freiheit finden. Ah, Blooms. Besessen von allem, was glitzert und glänzt. Ah, da fehlen aber noch welche. Zwei Stück haben wir die ausgelassen. Müssen hier noch irgendwo. Da ist er wieder, der Kleine. Anscheinend müssen wir hier hoch. Oder? Aber wir haben ja den Stein eben hier umgekippt. Da oben ist nochmal so ein Symbol, so ein Omnus-Symbol, nenne ich das mal. Ah, hier ist noch ein Stein, okay. Ach, das ist so ein kleiner Krebs. Ja. Naja, den haben wir vorhin schon entdeckt, genau. All dies lasse ich zurück. Die Wesen, die Schönheit. Eine bessere Welt im Licht. Wie wird sie aussehen, die Welt hinter dem Tor? Auch ich werde es bald wissen. Gut.
Ah, da müssen wir hoch. Wir müssen, glaube ich, doch hier oben lang. Ah, da ist er. Komm her, kleiner Freund. Wir müssen doch hier hoch. Nicht umsonst ist das Ding hier umgekippt. Ich glaube, wir müssen hier an der Seite lang. Und dort uns rüber dashen. Genau. Ah, das war ein bisschen zu weit. Das probieren wir gleich nochmal. So. Ah, jetzt hat's geklappt. Okay. Sehr gut. Da oben sitzt er. Der kleine grüne Kerl. Und beobachtet uns. Okay, das scheint hier irgendeine Mechanik zu sein. Das hatten wir ja in der Demo schon. Wir gehen aber erstmal weiter. Sieht so aus, als könnte man das noch nicht aktivieren. Oh, das sind, glaube ich, hier neue Kreaturen. Genau, Schubs. Schubs, lebhafte kleine Wesen, die sich stets als Rudel bewegen. Ohne Gesellschaft werden sie schwächer und verenden schließlich. Ui. Da ist er wieder. Komm her. Geh nicht weg. Es ist erstaunlich still. Nur die Rufe eines Altirax in der Ferne. Aber ich kann nicht länger warten, nicht länger zögern. Das Licht im Tor ruft auch mich. Ich frage mich, welches Tor? Ich sehe keins. Oh, was seid ihr denn für welche? Rumors. Die haben alle so verrückte Namen. Nicht sehr agil, aber mit genügend Ausdauer, um ganze Kontinente überfliegen zu können. So, das zweite Symbol haben wir aktiviert. Wie wir das angestupst haben, als wäre es gestern gewesen, dass Brücken und Wege bewandert wurden von den Meinen. Das Flüstern des Windes in den Felsen erinnert mich an die Zeit vor dem Aufbruch, an ein Volk in Harmonie mit allen Wesen. Okay. Nein. Die Steine bewegen sich. Hoch und runter. Jetzt muss ich mal gucken. Je dichter ich hier rankomme, seht ihr das? Bewegt sich der Stein nach oben. Das heißt, ich muss hier schnell rüber. Witzig. Ich glaube, wir müssen erst auf die andere Seite. Genau. So lang. Dann auf den hier. Nein. Ich glaube, da müssen wir hier rüber. Und dann kommen wir da oben an die Leuchtkugel ran. So. Dann den. Dann den. Und jetzt den. Ah! Oh, das war knapp. Wir haben ihn. Alle drei. 70%. Okay, gut. Da würde ich sagen, gehen wir mal dort hinten hin. Oh nein! Jetzt sind wir noch abgestürzt hier. Die bellen ja wie Hunde. Okay, wir müssen auf jeden Fall erstmal hier dort zu den leuchtenden Steinen.
dürfen die Lichter dort oben nicht vergessen, die Lichtkugeln. Da müsste ich mal gucken, wie ich da hinkomme. Oh. So. Okay, wir stecken unseren Stab hier einmal rein. Und den können wir dann nach links und nach rechts die Plattform hier verschieben. Aber wir verschieben die erstmal nach links. Weil da müssen wir, glaube ich, hoch. So. Ah, nein. Zu früh, glaube ich. So. Aber wir müssen noch einen weiter hoch. Hier kommen wir nicht hoch. Können wir hier irgendwie die Dinger schon verschieben? Ah ja, die können wir schon verschieben. So, da bin ich wieder. Spiel hing eben gerade kurz fest. So, wir müssen, glaube ich... Ja, wir müssen hier auf den einen raufspringen. So, den schiebe ich mir mal... Hier vorne. Dorthin. So, von dort aus müssen wir, glaube ich, dort rüber. Den schiebe ich mal dorthin. So, das probieren wir mal jetzt aus. Und diese Plattform schieben wir einmal komplett nach rechts. Okay. Oh, oh, das war zu doll. Nein. Nochmal. Nochmal das Ganze. Ganz knapp. Ganz knappes Ding. Okay, wir haben es geschafft. Ah. Ah, eine schwebende Plattform. Okay, dann gehen wir da jetzt hin. Das Sprungbrett ziehen wir uns einmal komplett nach links. Sehr gut. Huch. Kommen wir denn da hinten noch hin? Unwahrscheinlich, oder? Unwahrscheinlich. Na, wir gehen erstmal hier rüber. So. Oder können wir da auf die Bäume raufspringen? Das probiere ich mal aus. Nee, das wird nichts. Verdammt. So, bevor ich da oben jetzt weitergehe, gucke ich hier aber erstmal, dass ich hier irgendwie hochkomme. Weil die Kugel möchte ich schon gerne haben da. So, ich glaube, hier geht das hoch. Da ist unser Freund auch wieder. Naja, so geht's auch. Perfekt. 82%. Genau, jetzt müssen wir Energie sammeln hier wieder für diesen Obelisken. Das kriegen wir hier von diesen kleinen Wesen. Die lassen immer hier so eine kleinen Energiesteinchen fallen. Und wenn wir aufgeladen sind, leuchten wir ja so verrückt. Und dann müssen wir schnell dorthin. Ich habe leider auch keine Anzeige, wo mir angezeigt wird, dass ich
ausreichend Energie gesammelt habe. Prozent, okay. Wir müssen noch ein bisschen Energie sammeln. Ah, hier ist es sogar ein Stein, der Energie hat. Sehr gut. Oh ja, wir haben ausreichend schnell hin. Oh, wir laufen auch richtig schnell. Nein! Jawohl. Hin da schnell! Yeses. Wir haben es geschafft. So, ich glaube, wir haben alle Kügelchen. Steht da 100%? Ja, da steht 100%. Sehr gut. Dann können wir dort zu den Plattformen wieder zurück und dort weitermachen. Mal hier rauf. Du verlässt Agnaya Plateau. Ja, dann haben wir es geschafft. Sehr schön. Ui. Was seid ihr für Langhälse? Neuer Eintrag, Altirax. Das sind die Kreaturen, die Wächter der Schlucht, tief im Nebel lebend. Ihre Rufe hört man meilenweit. Ja, ich würde sagen, wir machen aber auch erstmal Schluss an dieser Stelle und machen im nächsten Let's Play weiter. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und wenn ihr keines meiner Videos mehr verpassen wollt, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, würde mich sehr, sehr freuen. Wir hören uns im nächsten Let's Play wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.